Hallo und herzlich willkommen bei Rubismoba. Als allererstes möchte ich mich noch bei euch bedanken für die neuen Abonnenten, für die netten Kommentare. Und nun zu den Neuigkeiten. Wie ihr seht, es ist ein völlig anderes Bahnhofsgebäude hier, da ich die Anlage komplett umbauen werde. Und ich werde eine Kleinanlage draus machen. Und ich habe dazu verwendet nur schlanke Weichen, schlanke Bogenweichen und Radius, also auf der Strecke den Radius 2, 3 und 4. Hier einmal den Gesamtüberblick. Die Gleise sind verlegt, aber noch nicht fixiert. Denn ich muss noch die Auffahrt- und Abfahrtsrampen bauen. Als erstes mal zum Bahnhof. Das Spezielle darin ist, er liegt zwischen den Gleisen. Und der Güterschuppen ist auch von beiden Seiten be- und entladbar. Hier kommt die Strecke. Dieses Gleis für Dach ist für den Personenverkehr gedacht. Hier kommt dann noch ein Perron hin oder Bahnsteig. Das hier ist Gleis 3 und Gleis 2. Und Gleis 1, das ist dieses Gleis hier, wo die Rübenwagen stehen, aber dieses Gleis wird für den Personenverkehr sehr selten benutzt, da es auch für die Güterverladung gedacht ist und zum Rangieren. Dann habe ich hier auch noch einen Gleisanschluss gemacht. Hier kommt die Rübenverladung hin und hier hinten kommt die Lande hin und ein Futtermittelhandel. Und eben wenn ein Zug kommt mit Güterwagen, muss er zuerst hier nach vorne fahren und dann nach hinten rangieren. Hier wird dann ein kleines Lokdepot entstehen. Ich suche nach einem passenden Gebäude für die Loks, also einen Lokschuppen. Und ich möchte darin vier Loks anstellen können. Und falls mal mehr Loks abgestellt müssen, habe ich hier vorne noch Platz. Ich kann hier zwei Loks abstellen oder eine große, je nachdem, und hier eine kleine. Und hier habe ich auch noch ein Abstellgleis. Und daneben, hier wo die weiße Fläche ist, hier kommt ein Stellwerk hin. Das wäre dieses Stellwerk, das habe ich mir schon bestellt. Allerdings muss ich noch auf die Auslieferung warten und dann beim Händler abholen. Die Lokführer können dann hier ihre Autos abstellen oder einfach die beim Lokpersonal. Noch was zu der Gleisführung. Der Zug kommt hier aus dem Tunnel, fährt dann hier hoch, wieder durch einen Tunnel. Und kommt dann hier hinten raus. Wenn es ein Personenzug ist, dann hält er halt kurz. Die Güterzüge fahren durch, fahren dann hier entlang. Und hier geht auch die Rampe wieder abwärts. Und den Berg, den möchte ich auch erhalten. Der gefällt mir auch so weit gut. Und hier werde ich noch einen Bachlauf machen. Ja, halt lauter Chaos. Einen Bergbach, der durch das Dorf führt. Ja, das wäre es auch soweit wieder gewesen.
Allerdings suche ich noch einen neuen Namen für die Anlage und den Bahnhof. Und auch die Anlage wird ja eine Nebenstrecke sein, die irgendwo in der Schweiz liegt. Natürlich fiktiv. Es ist ja nicht real. Ja, mal schauen, was sich ergibt. Vielleicht habt ihr Vorschläge. Ja, das wäre es soweit. Bis dann, euer Röbi. Tschüss.